Leider war es uns in der letzten Folge von Pokémon Let's Go nicht vergönnt, ein Onix zu fangen, auf dem man hätte reiten können. Und ich habe extra nochmal so ziemlich 15 Minuten Offcam investiert, bin durch die Höhle hier marschiert, um ein weiteres Onix zu suchen, aber erneut glücklos. Naja, der Mondberg ist ja jetzt nicht gerade die kleine Bärenhöhle von nebenan. Wobei ich nicht glaube, dass ihr eine Bärenhöhle in eurem Zuhause nebenan stehen habt, aber okay. Das ist jedenfalls ein relativ großer Berg. Es ist also nicht auszuschließen, dass wir doch nochmal auf einen Onix oder auf ein anderes krasses Pokémon treffen werden. Daher begraben wir mal noch nicht unsere Hoffnungen und spielen einfach weiter. Berechtigterweise habt ihr mich letztens gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Mew? Das wolltest du doch zeigen. Ja, richtig. Ich habe es jetzt in der letzten Folge nicht gezeigt, weil es halt auf Level 1 war und ich nicht wusste, wie ich das jetzt machen soll. Soll ich es erst trainieren? Oder soll ich es nur kurz einwechseln und dann wieder auswechseln? Weil, naja, ne, du kannst halt nicht mehr gegen wilde Pokémon ein einzelnes Pokémon gezielt trainieren, sondern alle in deinem Team durchfangen. Und jetzt ist mir das erste Mal so aufgefallen, dass das vielleicht doch auch ein bisschen nervig sein kann. Weil ich habe dann doch etwas Zeit investiert. Aber, ey, ihr glaubt nicht, wie lange es gedauert hat, das Ding von Level 1 auf Level 6 zu trainieren. Ohne Spaß. Okay, liegt natürlich auch daran, dass hier nur Luschen rumrennen. Im Mondberg, leveltechnisch. Aber, boah, das war schon zäh. Und außerdem muss ich gestehen, habe ich vergessen, dass man ja auf alle Pokémon jederzeit Zugriff hat. Da muss ich mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen, dass die Pokémon-Box jederzeit bei einem ist. Sorry. Sonst hätte ich es vielleicht einfach kurz irgendwo in Kampf geschmissen und wieder ausgewechselt. Aber auf der anderen Seite, ihr wollt ja auch sehen, wie es einen Angriff einsetzt, oder? Ja. Also passt das schon so, wie ich es jetzt gemacht habe, glaube ich. Es ist auf Level 6. Und sollte irgendwann mal ein Trainer erscheinen, der ein Pokémon einwechselt, das man Pfund easy besiegen kann, denn was anderes kann das gute Mew leider noch nicht, dann werde ich es gegen dieses Viech antreten lassen. So, vorher fangen wir aber nochmal hier in Zubat, einfach weil wir es können. Und spendieren dem Team noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Yay, Spalt Level 14. Sehe ich gerne. Gleichzeitig, weil ich ja in jedem Part ein neues Pokémon draußen mit mir herumführen möchte, habe ich Mew gepickt. Und es ist so cute, wie der durch die Gegend schwebt. Guckt euch das an. Das ist so nice. Willst du eigentlich auch kämpfen? Halt, Beutelkontrolle. Hast du auch ausreichend Pokébälle bei dir? Hm, sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls dir je die Pokébälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Was? Was? Was ist das denn für ein Noob-Support jetzt schon wieder an der Stelle, der völlig unnötig ist? Würdet ihr mir dann welche schenken oder was? Also das ist ja lächerlich. Und was machst du hier, Mauzi? Mauz! Naja, das Mauzi ist ja von dem ganzen Gesindel hier noch am freundlichsten, denn leider sind wir nicht ganz alleine hier im Mondberg. Neben normalen Trainern befindet sich leider auch dieses Team Rocket-Gesindel hier. Und die haben was vor. Wir haben hier was Wichtiges zu erledigen. Mach dich vom Acker, du Winzling. Ihr seht, keine freundlichen Gesellen. Und nicht nur diese normalen Rüpel sind am Start, sondern auch Jesse und James, zu denen sich ja dieses Mauzi dazu gesellt. Ich überlege gerade, ob dieses Traumato nicht eventuell die Chance für Mew ist. Aber andererseits müsste ich es halt jetzt erstmal einwechseln. Ich glaube, ich warte noch einen besseren Moment ab. Irgendeinen Trainer mit zwei Pokémon, wo ich dann so einen Free-Switch habe. Oder ich pack Mew halt das nächste Mal wirklich an die erste Stelle. Muss ich mal schauen. Traumato ist aber schon mal spannend. Wenigstens kein Zubat oder so. Da weiß man bei Team Rocket ja auch nicht immer.
By the way, könnt ihr euch noch an die alten Designs erinnern von den Team Rocket-Rüpeln in den ersten Editionen? Die sahen so richtig scheiße aus. Wie so ein Zirkusdompteur. Ja, so breitbeinig, Waluigi-mäßig lang, lauchig und eine Peitsche in der Hand. Es ist halt wirklich so. Das war für mich, wenn man jetzt das rückblickend betrachtet, immer Waluigi als Zirkusdompteur. Einfach nur lächerlich. Vielleicht blende ich das mal ein, wenn ich dran denke, wie die ausgesehen haben. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch gerne mein Pokémon Gelb LP geben. Die Edition habe ich auch schon auf meinem Kanal gebracht. Leider ansonsten keine der anderen ersten Gen-Editionen. Da war nicht die Zeit für. Oh je, was droht mir denn jetzt schon wieder? Da, das schwarze Ding dort drüben. Das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Mauzi? Hopp, hol das Fossil. Mauzi. Na, ich weiß nicht, ob die Stress wollen, wenn wir da jetzt lang gehen, aber was anderes bleibt mir eh nicht übrig. Ich will nur vorher noch dieser Samen einen Trank spendieren. Der ist ein bisschen angeschlagen. Klar, er kann sich mit Egelsamen heilen und so, aber da braucht man auch erstmal eine vernünftige Basis. Greifen die überhaupt an? Oder gucken die nur doof? Na los, mach schon. Die gucken nur doof, offensichtlich. Boah, und da würde ich mich übrigens um keinen Preis reintrauen. Ist viel zu dunkel und zu creepy. Boah, stell dir mal vor, da läuft dir so ein Parasek entgegen. Da zuckt sich bei mir alles zusammen. Was war das da hinten? Ah, verdammt. Ich habe da nämlich was gesehen, was nicht da war, leider. Ein Pixie vielleicht, aber weiß nicht, ob man das tatsächlich noch finden kann. Sag mal, ist das hier jetzt schon der Ausgang oder was? Ich blick gerade überhaupt nicht durch, weil das alles so fresh aussieht. Die alte Map, die habe ich noch im Kopf einigermaßen, aber die Remake-Version überrascht mich gerade ein wenig. Naja, jedenfalls auch mal ein weibliches Team Rocket-Mitglied abseits von Jessie. Boah, ich muss sagen, du, also irgendwie finde ich die ganz attraktiv. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Und weißt du was? Wir schmeißen das Mew jetzt rein. Los geht's. Mew, greif an! Oh, yay! Hör auf, ihn zu ärgern, Zubat! Das kriegst du zurück. Los, Pfund! Anstatt, dass wir jetzt irgendeine krasse Attacke machen, weil Mew kann ja schließlich alle Attacken erlernen. Oder so ziemlich alle. Kommen wir mit Pfund daher. Ja, doof. Da fällt mir gerade ein, ich hätte ihm wenigstens Kopfnuss beibringen können. ja. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Oh nein, das kann Biss. Mew, bitte, du musst es schaffen. Das darf nicht wahr sein, du bist ein legendäres Mew. Lass dich von deinem Zubat besiegen. Du weißt schon, dass das auf YouTube hochgeladen wird. Willst du dich wirklich derart blamieren? Denk gut darüber nach. Das verbrauchte die gesamte Karriere. Niemand wird mehr ein Mew haben wollen. Oh nein! Das gibt es doch gar nicht. Aber wir haben ja auch unglaubliches Pech. Naja, okay. Wir haben es aber mal in Aktion gesehen. Ganz hübsch. Aber chancenlos gegen ein dreistes Zubat. Ach ja, übrigens, weil ich es im Arena-Kampf gegen Rocco ja nicht gecheckt habe. Man sieht zwar nicht das Wesen, also nicht buchstabentechnisch, aber wie früher kann man anhand der Farbe hier erkennen, welche Werte steigen und welche sinken und somit auf das Wesen schließen. Also in dem Fall, weil der Spezialangriff rot markiert ist, steigt bei Pisasam der Spezialangriff und Verteidigung ist blau, das sinkt. Ja, und da muss man ja im Prinzip nicht wissen. Ne? Man fragt ja nach dem Wesen im Normalfall, weil man wissen will, wie es da wertetechnisch ausschaut. Habe ich gar nicht drauf geachtet im Rocco Battle. Ich habe da verzweifelt geguckt, so Wesen, Doppelpunkt, stand nicht da. In Panik ausgebrochen, aber man hätte sich einfach mal die Stats genauer anschauen müssen bei dem, was war es, Bisasam, glaube ich, wollten wir es wissen, ja, ne?
gut, dass ich den dann auch als Beispiel gerade hergenommen habe. Ja, wie auch immer. Also, man kann drauf schließen. Warum es allerdings nicht dasteht, so wie in allen anderen Pokémon-Spielen, keine Ahnung. Haben sie wohl nicht als wichtig erachtet, die Entwickler. Oh, das könnte die Neulinge ja verwirren. Lassen wir das mal lieber weg. So in dem Sinne. Und wir sind hier ja tatsächlich schon am Ende. Sag mal, was ist da denn los? Das kann eigentlich nicht... Das kann nicht angehen so. Vor allem, wir haben noch kein krasses Pokémon gefunden und kein Onix, das gibt's nicht. Warum bin ich eigentlich immer am Arsch? Ey, jeder, den ich kenne... Nein. Jeder, der ich kenne, der hat einen Onix oder sogar einen Pixie hier gefangen. Und wir kriegen einfach mal gar nichts. Ich habe sogar mal vernommen, dass es hier mit viel Glück auch Chanera geben soll. Ich dachte aber wirklich, dass der Mundberg noch ein Stückchen größer wäre. Habe ich mir das echt nur eingebildet? Oder kam das einem halt immer so vor? Weil man halt auch auf viele wilde Pokémon angetroffen ist? Dass die nicht kämpfen wollen, finde ich auch ein bisschen schwach. Aber vielleicht kommt es noch. Schauen wir mal. Denn die suchen ja nach Fossilien. Und wer die Äuglein aufgemacht hat, der sieht, dass da vorne was Besonderes rumliegt. Halt! Stopp! Finger weg! Ich habe diese Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Oh! Lass uns doch Schere, Stein, Papier drum spielen. Vor allem, wenn du so düster dreinblickst. Da kriegst du ja richtig mit der Angst zu tun. Und heftiger Typ. Er packt einfach mal ein neues Pokémon aus. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie das damals war. Als man Voltoball zum ersten Mal gesehen hat, dachte man sich so, was? Warum zur Hölle ist das ein lebendiger Pokéball? Und warum zur Hölle habe ich eigentlich gerade Rankenhieb eingesetzt, was völliger Quatsch ist? Kopfnuss wäre da besser gewesen. Oder? Ja gut, minimal. Kommt aufs Gleiche raus, tatsächlich. Hauptsache, wir bleiben bei Bisasam. Die Elektroangriffe, sollte sie Voltoball denn überhaupt drauf haben, werden schön resistet. Den schaffst du dem nach. Boah, was war das für ein Tackle? Sah voll heftig aus. Ich finde es übrigens großartig, dass in den neueren Spielen, das war ja eigentlich auch schon in der 7. Generation so, Moment mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Was machen wir denn gegen Magnetilo? Magnetilo ist eklig. Starter auf jeden Fall. Und dann mit Gewalt. Ja, dass schon seit der 7. Generation die Hintergründe in den Kämpfen immer der Ortschaft ähneln. Und das sogar möglichst genau. Klar, hier sieht man jetzt nur so einen Höhlenhintergrund, aber wenn wir in einem Haus oder so kämpfen sollten, dann müsste man da im Normalfall auch exakt denselben Raum, wo man sich gerade befindet, sehen. Und das finde ich geil. Oh, schöner Critical Hit. Der hat geregelt. Wie elegant Evoli das einfach gemacht hat. So, jetzt kriegen wir ein Fossil. Danke dir. Ja, auch ganz ohne Gewalt. Na schön, teilen wir. Es gibt ein Fossil pro Kopf, aber bloß nicht gierig werden. Welches nehmen wir denn? Oh cool, diesmal sieht man sogar visuell, welches ist. Also man muss sich nicht mal die Namen merken. Man sieht, welche Pokémon da draus werden können. Wenn man sich auskennt zumindest. Hier draus wird Ammonitas. Und das hier ist das Fossil für Kabutops. Gibt es hier noch ein geheimes Item irgendwo? Hat so den Eindruck gemacht, als wäre hier vielleicht noch etwas Unsichtbares. Nein, stattdessen nur ein Zubat, was direkt in mir spawnt. Lass das mal bitte bleiben, danke. Ich denke, ich werde das Ammonitas nehmen, weil ich bin immer ein größerer Ammonitas-Fan gewesen. Also in dem Fall dann das Helix-Fossil. Nun gut, dann nehme ich das andere. Schön, dass wir uns einig geworden sind. Stehen geblieben. Oh oh, das habe ich mir schon fast gedacht.
Dieses Fossil gehört uns, klar? Wie und wann hast du uns überhaupt überholt, Unverschämtheit. Ich bin Jesse. Und ich bin James. Mautz, ich kann nicht mehr reden. Zusammen sind wir Team Rocket. Und wir werden uns zurückholen, was wir uns rechtmäßig erklauen wollten. Rechtmäßig? Wovon träumt ihr nachts? Oh nee, und nicht mal die haben einen eigenen Battle Track. Das darf doch nicht wahr sein, Mann. James mit seiner Rose. Auch eine Anime-Anspielung. Ah, das ist klasse. Das ist klasse. Vor allem, der bleibt noch mit der stehen. Ja, zeig uns das auch aus der Nahaufnahme, warum nicht? I like that. Seid ihr eigentlich jemand, der Jessie attraktiv findet? Ich finde, sie hat mir zu lange Haare. Ansonsten geht sie eigentlich voll fit. Ja, was machen wir jetzt gegen die Giftviecher von denen, ey? Naja, volle Pulle, oder? Kopfnuss. Und... Kopfnuss. Ja, mega kreativ. Ja, macht halt den meisten Schaden bei denen. Boah, und das lebt noch. Aber zurückgeschreckt, es kann nicht angreifen. Sehr gut. Bei Smogon vielleicht auch? Nee. Nee, leider nicht bei dem. Aber wir haben ja alles im Griff und ich glaube, ich werde mal dafür sorgen, dass ich auch wieder ein paar KP zurückkriege. Also bepflanzen wir mal dieses Smogon. Klingt ein bisschen zweideutig, aber ist ja so. Und damit da nichts mehr geschieht, schnell ruckzucki auf Rettern, dann bist du down. Optimal. Ja, aber dass sie keinen eigenen Track haben, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Bei ganz Team Rocket nicht. Meine Güte, ey. Ich hoffe, dass wenigstens der Team Rocket Boss dann mal ein eigenes Theme bekommt. Ich meine, es ist halt auch wirklich nicht nachvollziehbar. Wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, dann gab es doch sogar in Ultra Sonne, Ultra Mond für den 3DS, die letzten Editionen, die vor dem Spiel hier rauskamen. Da gab es doch so einen epischen Team Rocket Track, ne? Warum zur Hölle haben sie den denn nicht hergenommen und einfach orchestralisch eingespielt? Oder was weiß ich, leicht abgeändert, kein Plan. Warum? Warum? Wieso lebst du noch? Aber wenigstens zurückgeschreckt. Und wir ziehen ihm die letzten KP über die Samen ab. Kann man machen. Dann hätten wir das geregelt, ne? Ich glaub's nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind. Nicht nur das, James. Das war ein Schuss in den Ofen, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Das ist so cool. Was sagst du, Mew? War eine schöne Vorstellung? Mew zieht ein schwer zu entzifferndes Gesicht. Okay, wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Ja, gut. Oh Mann, aber ich bin so traurig, dass wir jetzt keinen Onix haben. Es wird noch mehrere Gelegenheiten geben. Wir sollten nicht aufgeben. Ist ja nicht die einzige Höhle in dem Spiel. Dann ist das eben nur verschoben. Oh, verdammt. Und ich glaube, ich hätte da jetzt nicht runterspringen sollen. Das war ein Fehler. Wir finden hier zwar den Paraheiler, aber... Oh, doch nicht. Okay, alles gut. Alles gut. Route 4. Verbindet den Mondberg mit Azuria City. Oh, du cutes Mew. Wir finden einfach mal 5 Pokebälle auf einmal. Wer verliert denn bitte schön 5 Pokebälle? Wer ist denn so ein Doofi? Bis jetzt halt echt noch kein krasses Pokémon gefunden, ne? Also was das angeht, kein Glück gehabt. Schade. Was nicht ist, kann aber noch kommen. Auch in Sachen Shiny gebe ich nicht auf. Die Rate auf 1 zu treffen liegt zwar bei ungefähr 4000 zu 1. Oder 1 zu 4000 besser gesagt. Aber ja, Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Was liegt denn da oberhalb? Oh, da komme ich von hier gar nicht ran. Aha.
Und da sind weitere Pokémon. Aber nur blöde Habitax. Und ein Retter an. Also jetzt auch nichts, was mich vom Hocker haut, du. Manu. Haben die vielleicht alle Angst vor dir, Mew? Bist du schuld? Dann bist du doch wenigstens eines dieser cutesten legendären Pokémon. Naja, was soll's. Wir werden schon noch alle zusammenbekommen. Ich glaub dran. Das ist meine Mission. Alle Pokémon fangen, die es in dem Spiel gibt. Azuria City haben wir jetzt aber erstmal erreicht. Umgeben von einer mysteriösen blauen Aura ist diese Stadt. Oh, und ich finde ja dieses... Was ist denn das da? Ich nenne es jetzt mal Seegras einfach. Seerosenblätter und Seegraszeugs. Das ist ein schönes Detail. I like. Oh, wow. Und wer auch immer hier wohnt, der hat es geschafft im Leben, du. Aber generell wirkt die Stadt ziemlich pompös, du. Also, ne? Ich glaube, die Leute hier, die haben Geld. Läuft. Die Leute sagen, dass der Mann in dem Haus da Fahrräder aus der ganzen Welt sammelt. Stimmt, der Fahrradladen. Kann man hier auch wieder ein Fahrrad bekommen? Auch ganz nice designed, ne? Oh, die Mucke ist so gut mal wieder. Episch. Haus des Fahrradmaniacs. Moment, dann ist es aber diesmal gar kein richtiger Fahrradladenbesitzer, sondern ein Maniac, also ein Sammler. Das ist komisch. Was ist los, Evoli? Wuli? Wuli, Wuli! Ja, das ist ein Brunnen. Hast du länger nicht geduscht, oder... Selbst Mew reagiert darauf. Was ist denn los mit euch? Seid ihr so durstig? Der Springbrunnen plätschert vor sich hin. Möchtest du etwas Geld in den Brunnen werfen? What? Vor allem 500 Pokédollar? Was soll's? Wir sind YouTuber, das verdienen wir mit einem Video. Komm, schmeiß einfach einen Lilanen rein, ist egal. Juckt nicht. Was zum Teufel? Du hast 500 Pokédollar in den Brunnen geworfen. Oli! Irgendwie sieht Julie ein kleines bisschen glücklicher aus als zuvor. Weil wir einen Lilanen in den Brunnen geschmissen haben? Wirklich? Bringt das überhaupt irgendetwas? Mew, ich will mit dir reden, während du da so völlig gehypt auf den Brunnen guckst. Mew beäugt offenbar interessiert den Springbrunnen. Oh, Mew wurde nass gespritzt, aber irgendwie scheint es ihm zu gefallen. Was ist los mit euch? Ja, vielleicht bringt uns das ja etwas mehr Glück in Zukunft in Sachen Pokémon. Also wilde Pokémon. Das kann ja durchaus sein. Weil, normalerweise tut man das ja auch, ne? Geld in den Brunnen schmeißen, um mehr Glück zu erhalten. Wir werden sehen, ob es was gebracht hat. Du arbeitest in einer Pokémon-Enzyklopädie? Klingt nach einem schönen Zeitvertreib. Ja, normalerweise nicht mein Ding, aber ich denke mir für Pokémon Let's Go eine richtig gute Challenge. Alle Pokémon fangen. Bietet sich einfach an. Gegenüber vom Supermarkt wächst ein Strauch, sodass man nicht auf die andere Seite kommt. Aber angeblich soll es noch einen anderen Weg dorthin geben. Ein anderer Weg? Ja, wenn wir brauchen, dann leider können wir ja noch nicht diese brandneue Attacke Spaltschnitz. Nee, Spaltschnitz, so hieß es. Anstatt einfach Zerschneider zu sagen, so wie 20 Jahre bis zu diesem Punkt. Nein, wir müssen das jetzt ändern. Ich stelle mir so richtig vor, wie sie da bei Nintendo saßen und sich so sagten, wir können das nicht so lassen. Wir brauchen einen neuen Anschliff. Wir nennen jetzt die VM Spaltschnitt. Ach Gott. Sandan ist übrigens, glaube ich zumindest, ein Pokémon Let's Go Pikachu exklusives Pokémon. Also das können wir hier gar nicht bekommen. Ah. Oh, ich glaube, ich weiß, wer du bist. Ich kümmere mich hier um verletzte Pokémon. Jetzt, wo Bisasam wieder richtig fit ist, würde ich es gerne in die Obhut eines erfahrenen Trainers geben, der schon etliche Pokémon gefangen hat. Boah, du hast bisher 37 Pokémon gefangen? Das ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Wärst du so lieb und würdest dieses Bisasam an dich nehmen? Ich habe euch ja schon mal gesagt, mit 30 gefangenen Pokémon kommt man an einen Bisasam ran. Hatte jetzt zwar wohl doch nichts mit dem Vertania-Wald zu tun, diese Info, die ich da relativ zu Release bekommen habe, aber ganz falsch war es auch nicht, habe ich im Übrigen auch dann in einen Kommentar geschrieben, unter den jeweiligen Part.
Ihr bekommt nämlich hier, Natsuria City, von dieser Dame ein Bisasam für 30 gefangene Pokémon. Es ist besonders klein, wie es ausschaut. Auf welchem Level ist es denn eigentlich? Ist es krasser als mein aktuelles Bisasam? Und dann tausche ich eiskalt aus, ne? Ja, so bin ich drauf. Zeig mal her. Oha, 12. Ganz knapp. Kann der vielleicht noch eine besondere Attacke? Pass auf, es kann so Solarstrahl. Nee. Kann er nicht. Das Wesen ist auch neutral anscheinend. Ja. Ja gut, also ich nehme es mal mit, aber wir bleiben bei unserem aktuellen. Mirapla, das ist kein Artgenosse. Mira. Aber ich glaube, es unterhält sich trotzdem mit der Pflanze. Ja, dann will ich nicht stören. Gehen wir weiter. Das ist der Brunnen von Azuria City. Er bringt Glück. Es heißt, wenn man zusammen mit seinen Pokémon Geld hineinwirft, festigt man seine Bindung zu ihnen. Ach, das ist der Hintergrund? Aha. Das ist vielleicht nicht verkehrt, weil ich glaube, in dem Spiel gibt es auch wieder diese... Wie soll ich das denn jetzt wieder nennen? Zufallseffekte, die... abhängig sind von der Bindung. Na, wenn du in Pokémon Nami in den vergangenen Spielen dann Pokémon immer gekuschelt hast und immer regelmäßig gefüttert hast, dann hatte das positive Effekte, wie zum Beispiel, dass sie mal bei einer Attacke, die sie eigentlich tötet, nicht K.O. geht. Was geht mit dir ab? oder dass sie sich mal eigenständig von einem Statusproblem wie Paralyse und sowas heilen. Ernsthaft, was ist mit dem los? Oh, dein Evoli sieht aber äußerst vielversprechend aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, eine der neuen Attacken zu erlernen, die ich erschaffen habe. Möchtest du, dass ich ihm meine fantastischen Attacken beibringe? Hm? Ich habe jetzt alles erwartet, selbst eine Pedo-Anmache, aber eine Attacke für Evoli? Von ihm? Ach, sieh mal eine an. Das sind die Attacken aus dem Trailer. Blubsauger, Knisterladung und Flackerbrand. Also eine Wasserattacke, eine Elektroattacke und eine Feuerattacke. Ich werde mich für die Feuerattacke entscheiden, weil wir noch kein Feuer in irgendeiner Weise im Team haben und ja, warum nicht? Wenn man sich jetzt das nächste Arena-Battle vereinfachen möchte, dann macht natürlich die Elektroattacke Sinn. Aber wir wollen ja eine Herausforderung, ne? Juli versucht, Flackerbrand zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke dadurch ersetzt werden? Naja, hau mal raus den Rutenschlag da. Aber warte mal. Was ist das eigentlich? Also, ist es gut oder? Ja, Stärke 90, physisch, Genauigkeit 100. Evoli hüllt sich in Flammen und stürzt sich beherzt auf das Ziel, welches dadurch Verbrennungen erleidet. Wait. Die Attacke kann zu 100% verbrennen? Im Ernst? Ja, moin. Ist gar nicht overpowered. Nee, überhaupt nicht. Yes. Kann man später auch nochmal zwischen den Attacken wechseln, oder wie ist es? Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinen Pokémon zu haben. Achte darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Ach so! Ah, wenn jetzt die Bindung nicht besonders krass gewesen wäre, dann hätte es das vielleicht gar nicht erlernen können. Ah. Wenn du mit Freunden tauscht, kannst du eine Vielzahl verschiedener Pokémon-Arten erhalten. Außerdem steigen per Tausch erhaltene Pokémon schneller im Level auf. Als ob es nicht ohnehin schon einfach genug wäre, die Viecher zu leveln hier, ey. Es gibt zwei Arten von Angriffsattacken. Physische Attacken und Spezialattacken. Wenn der Angriffswert eines Pokémon hoch ist, solltest du ihm physische Attacken beibringen. Ja, nee, weißt du? Schlau wie Schlumpf. Dieser Bill. Ich habe gehört, um an seltene Pokémon ranzukommen, würde er alles tun. Das heißt, er würde genauso viel tun wie ich für Abos. Spaß. Wobei, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Eigenwerbung am Start und weiter geht's. Hey du, sag mal, möchtest du deinen Radfratz gegen meins tauschen? Können wir machen, warum nicht? Dann sehen wir auch mal die Animation. Ah, die hat einen Alola-Radfratz! Ja, dann erst recht. Hier, nimm meins. Meins ist besser. Ah, oh, cool. Dann will ich das Bessere haben und du kriegst meine Lusche. Yay! Wir konnten sie überzeugen. Sie nimmt dieses generische, hundertfach verfügbare Radfratz und gibt uns ihr super seltenes
Hallo da, Radfratz. Läuft. So, und das war dann wohl die Tauschanimation. Alles klar. Mal wieder schön futuristisch aufgebaut. Mag ich. Na, überrascht, mein Radfratz stammt aus der Alola-Region. Manche Pokémon unterscheiden sich je nach Herkunftsregion in Form oder Typ. Auch wenn sie derselben Art angehören. Ja, und diese Alola-Formen gab es ja nur für Kanto-Pokémon. Ich frage mich, ob das damals schon geplant war. Hinsichtlich Pokémon Let's Go. Man weiß es nicht. Aber es kann gut sein. Wesen still, Unlicht normal Pokémon und diese Attacken hat's drauf. Alles klar. Unser erstes ertauschtes Pokémon. Ob man auch die ganzen anderen Alola-Formen durch Tausch erhalten kann? Werden wir sehen. Hat man dir schon von Bill erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf ihn. Wer würde nicht mit einer Sammlung wie der seinen prahlen wollen? Ja, weißt du, das ist halt immer so eine Sache. Ich mag halt Angeberei generell nicht. So dezent ist es okay, aber wenn man jetzt meint, keine Ahnung, beispielsweise wenn du einen heftigen Wagen hast, damit ständig in der Stadt im Sportmodus rumfahren zu müssen, ne, ist dann vielleicht too much. Von hinten kannst du das Schild nicht lesen. Okay. Alter, wie groß ist dieses Elektroball bitte? Sind die echt so riesig? What the fuck? Los, Elektroball, setz Ultraschall ein! Komm schon, Elektro, tu, was ich sage! Bitte setz Ultraschall und nicht Explosion ein. Elektroball, mach ein Nickerchen. Oh, ich fürchte, du brauchst mehr Orden, damit es dir gehorcht. Alter. Was ein Riesen-Oschi. Hallöchen. Oh, es freut sich. Sehr schön. Gestern habe ich meinem geliebten Bibi den Kopf gestreichelt. Ganz ausgiebig mit beiden Händen. Vermutlich war ich dabei etwas zu energisch. Plötzlich hatte es nämlich ganz krauses, aufgebauschtes Fell auf dem Kopf. Aber als ich es weiter gestreichelt habe, sah es irgendwann wieder aus wie vorher. Okay. Also manche Leute... Einiges zu bieten, die Stadt. Und ich glaube, man könnte sogar schon direkt in die Arena gehen. Aber ob ich das machen soll? Es wird nämlich nicht leicht, du. Kennst du Sonderbonbons? Im Laden habe ich keine gesehen, aber damit soll man den Level eines Pokémon auf einen Schlag erhöhen können. Wäre ja noch schöner, wenn man Sonderbonbons einfach kaufen könnte, so für Pokédollar. Je mehr Arena-Leiter du besiegst und Orden du erhältst, desto mehr Items stehen dir zum Kauf zur Verfügung. Das ist ein Zeichen dafür, dass du als starker Trainer anerkannt wirst. Gute Sache. Ja, dann wird sich also demnach an dem Sortiment noch nichts geändert haben. Erst, wenn wir die zweite Arena geschafft haben. Ja, und ich glaube schon, dass wir sie in der nächsten Folge schon angehen werden. Wir haben ja im Prinzip nur zwei Optionen. Entweder wir gehen jetzt zur Arena oder wir gehen weiter nach Norden, Richtung Bill, diesem Pokémaniac. Da gibt es dann noch ein paar Trainer und so, aber... Muss nicht sein. Und wow, das sieht einfach so gut aus. Diese Details, ich liebe es. Ein glänzendes Fahrrad, das sieht sehr schnell aus. Gefällt dir das Allrad? Schon, ja. Wie der Name schon sagt, ist das besondere Merkmal des Allrads seine Schnelligkeit. Ich habe gerade gar nichts gedrückt. Die Texte sind von alleine so runtergescrollt. Anscheinend redet der Typ so schnell, weil er so freaky ist. Die Handhabung ist nicht einfach, aber das ist Teil des Charmes. Schade, ich hätte gerne gewusst, was er dazu gesagt hat. Aber ja, ich nehme ja eh alles auf, dann kann man das Video ja verlangsamen oder pausieren, je nachdem. Gefällt dir das Kunstrad? In der Welt der Fahrräder gilt das Kunstrad als wilder Außenseiter. Ja, okay. Es ist jedes Mal so. Warum auch immer, er labert einen extrem schnell zu, man kommt da gar nicht hinterher. Aber man merkt, er ist ziemlich freaky, was das angeht. Und ich glaube, das ist auch ein Höhen-Easter Egg. Weil Kunstrad und Allrad gab es in der Höhenregion. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit Pokémon Smaragd Let's Play, deswegen die meisten werden es wissen. Ich reite gern auf Pokémon, aber Fahrräder sind auch cool. Heißt das, man kann kein Fahrrad bekommen,
Ich freue mich zwar immer, seltene Fahrräder zu sehen, aber der Fahrradmendig ist eine totale Quasselstrippe. Habe ich gemerkt, ja. Das hier ist das Besonderste, oder wie? Ein glänzendes Fahrrad, das sieht sehr teuer aus. Gefällt dir dieses Fahrrad? Mhm. So ein einfaches Fahrrad hat auch was, oder? Dieses Modell war bis vor kurzem voll im Trend und es gab nur eine begrenzte Stückzahl. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, es hat 1 Million Poké-Dollar gekostet. Das heißt, es ist das, was man damals in der ersten Gen kaufen konnte für den, oder was das kauft, für den Coupon einlösen. Selbst Anfänger können damit ganz einfach fahren. Du bist die Erste, die sich meine Ausführungen komplett angehört hat. Du bist auch ein richtiger Maniac, was? Hier als Zeichen unserer Freundschaft. Nein! Was? Ich dachte, er gibt mir jetzt das Fahrrad. Oh, come on! Gut. Herzschuppen sind auch nicht schlecht. Damit können wir zu einem Attackenerlerner gehen. Aber ich will das Fahrrad haben. Warum gönnt er mir denn das Fahrrad nicht? Verflucht! Wir waren so knapp dran. Da ist sie, die Arena. Du bist also auch ein Trainer? Diese ganze Sammelei und Kämpferei ist sicher manchmal ganz schön anstrengend, oder? Durchaus. Aber da muss man durch. Und mit so coolen Pokémon, wie ich sie habe, lässt sich's gut leben. Ja, das war ein Lob ans Team. Der Typ hat einem doch immer die Besonderheiten der Orden erzählt, ne? Macht er das immer noch? Nur sehr begabte Trainer können sich Orden verdienen. Wie ich sehe, gehörst du bereits zu dieser Gruppe von Trainern. Möchtest du, dass ich dir etwas über die Orden erzähle? Ich weiß das ein oder andere über sie. Also ja. Über welchen der 8 Orden soll ich dir was erzählen? Fang mal an beim ersten. Den Felsorden erhält man, wenn man den Arenaleiter von Marmora City besiegt hat. Passend zu Pokémon vom Typ Gestein ist der Orden steinhart und hat eine raue Oberfläche. Man kann regelrecht spüren, wie die starken Hände seines Schöpfers ihn sorgfältig formten. Also er schwärmt richtig davon, merkt man. Ich werde ihn jetzt allerdings trotzdem nicht zu den anderen Orden befragen, weil das halt schon ein bisschen spoilert. Und das möchte ich nicht. Aber das möchte ich, das Sonderbonbon. Jo, das packen wir ein. So, jetzt interessiert mich aber noch eine ganz bestimmte Sache. Es gab in Azuria City nämlich immer einen ganz besonderen Fall. Ah, warte, da geht's ja auch noch rein. Nein, triggert mich halt noch mehr. Als ob hier ein Onyx wohnt. Alter, was ist denn mit der Alten falsch? Ich meine, die hat hier so ein winziges Haus, ja? So einen einzigen Raum. Ich weiß noch nicht mal, wo die Frau schläft. Und trotzdem schafft sie sich so einen riesen Onyx an, das noch nicht mal ganz reinpasst. Immer diese Vorurteile. Ich wurde vorhin an der Tür vom Pokémon-Supermarkt gestoppt und das nur, weil ich mein kleines Nixielein dabei hatte. Pah! Mein Nixielein ist so gut trainiert, dass es von allein in seinen Pokéball geht, wenn wir ein Gebäude betreten. Ja, und warum ist es dann nicht im Pokéball? Okay, gut, weil es dann zu Hause ist, aber machst du dir die Sorgen, dass es dein ganzes Haus zerstören könnte? Was ist los mit der? Ah, okay. Und darauf habe ich anspielen wollen, in Bezug auf besonderen Fall. Denn es gibt hier einen Überfall auf dieses Haus und Officer Rocky, die Polizistin, versucht das aufzuklären und will die Alte mich eigentlich verarschen. Da hinten steht der Täter, ein Team Rocket-Mitglied, warum auch immer der einfach da in der Ecke steht und weint scheinbar, vielleicht bereut er seine Tat. Und die steht hier nur rum. Bei den Leuten in diesem Haus wurde eingebrochen. Zeugenaussagen zufolge gehört der Täter zu Team Rocket. Um die Opfer des Einbruchs zu schützen, lasse ich hier momentan nicht mal einen Ratfratz ungesehen passieren. Wie gesagt, der Täter ist da hinten. Beweg deinen hübschen Hintern dahin und nimm ihn fest. Aber ich sehe schon, wir müssen mal wieder alles selber machen. Mann, Mann, Mann. Aber erstmal kümmern wir uns um die Arena von Misty. In der nächsten Folge geht der Meerjungfrau an den Kragen. Wir befördern sie an Land und begutachten sie.